Nun hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Schnapszahlfolge von Promillelingeling, in der ich zum Tanz bitte. Ja, zum Tanz mit dem Mai, wenn auch nur am Hörer, denn wir sind unserer Zeit voraus und bieten euch heute schon so ein bisschen Mai im März. Denn ich freue mich heute auf den ehemaligen künstlerischen Leiter der Komödie Dresden, der in zahlreichen Produktionen auch selber auf der Bühne stand, Regie führte und Stücke schrieb. Am Sonnabend feiert er seinen 70. Geburtstag, den ich natürlich zum Anlass nehmen will, zurückzublicken, besonders auf die 8 Jahre, die er als Komödienintendant prägte. Jürgen May. Ja, Mai, hallo. Herr May, König ist Carling. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, schönen guten Abend. Was heißt denn eigentlich Podcast? Gibt es da eine Richtig, sinnvolle richtig. Übersetzung? Also, ich habe jetzt keine in dem Sinn gefunden. Ne? Ich habe ja mal Ja. gesagt, in der ersten Folge mit Olli P. habe ich schon gesagt, letztendlich ist ein Podcast das, was ich höre, wenn ich besoffen unter der Theke liege und über mir unterhalten sich zwei. Das ist eigentlich Podcast. Wir müssen gleich mal Tacheles reden, was die HörerInnen natürlich nicht wissen. Wir telefonieren schon seit 2,5 Stunden, versuchen hier die Technik ans Laufen zu bringen. Die hat hier ein Ja. bisschen gestreikt mit uns. Irgendjemand hatte was dagegen, dass wir uns hören. Hä? Aber Ja, jetzt. ich ist so. Jetzt hilft aber das Handy der Frau aus und damit klappt es jetzt. Also wie immer, die Frauen wissen, die Frauen müssen helfen Ja. und schon läuft der Laden. Jetzt, ist das was sonst nicht in ihre Hände gerät? Das Handy der Ehefrau ist ja eine heikle Geschichte. Ja, ich musste jetzt auch die Ulrike sehr überreden, dass sie es mir gibt, weil das ist bei uns eigentlich ungeschriebenes Gesetz, wie es auch unter Partnern sein sollte. Das Handy des anderen ist eigentlich tabu. Aber da mein Handy halt eine alte Krücke ist, die nicht so funktioniert, wie ich will, hat sie mir es dann überlassen. Na Für gut. unsere Kommunikation da. Dann wollen wir mal hoffen, dass in der nächsten halben Stunde da jetzt nicht eintrudelt, was vielleicht noch zur Live-Ehekrise führt. Lassen wir Das uns mal würde ich dann überraschen. geflissentlich übersehen. Nein, ich übersehe das Aber großzügig, ich ja. hab gehört, eine Geschichte, die mir zugetragen wurde, war, dass Sie ja sowieso ein bisschen mit der Technik auf Kriegsfuß stehen und ein Laptop auch schon mal dran glauben musste, weil der nicht das gemacht hat, was Sie gern wollten. Stimmt das? Ja, stimmt das? Also mit dieser neuen digitalen Technik sozusagen stehe ich auf Kriegsfuß. Aber das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Die Technik mit mir, ich mit der Technik. Und wenn die Technik mich gar zu wütend macht, dann wird sie eben ausgeschaltet und mit einem dicken Nagel an einen Baum genagelt. Sozusagen als Mahnmal. Genau. Gewalt ist aber auch keine Lösung, auch nicht bei der Technik, Herr May. Aber was natürlich immer eine Ja. Lösung ist, ist Alkohol. Und ich hoffe, da sind Sie eine verlässliche Bank, also verlässlicher als mit der Technik. Denn ich hatte ja Gesprächspartner hier in den letzten 10 Folgen, die mitunter mit mir mit Ingwerwasser anstoßen wollten. Ich hoffe, da haben Sie was parat, was ein bisschen mehr knallt, oder? Also ich habe schon was stehen, was knallt, habe allerdings gestern Abend schon davon Gebrauch gemacht, sodass ich jetzt auch, wie möglicherweise auch andere Gesprächspartner, jetzt mit einer Tasse Kräutertee da sitze und erstmal wieder einen Kopf kriegen muss, ne? Ach du Aber wenn unser lieber Gott. Gespräch gut läuft, dann muss ich eben nachlegen, muss ich was Hochprozentiges Dabei wegen Promille, sind. Mille, Mille, Ja, wegen eben. Promille. Und außerdem sind es doch noch 3 Tage bis zum großen Jubiläum. Warum wurde gestern schon vorgefeiert oder warum wurde gestern gepichelt? Ja, ich habe mit einem sehr lieben Kollegen, mit dem ich ja ein Projekt zusammen mache und was wir ja sozusagen im März vergangenen Jahres aufhören mussten, sozusagen mit der Generalprobe, weil wir zur Premiere nicht wegen Corona die Premiere nicht machen durften, sind wir aber ja in guter Verbindung und gucken uns immer mal wieder was an und sagen, ach, guck mal, hier können wir vielleicht noch was verbessern. Und insofern, also saßen wir gestern und haben neben der Arbeit halt auch einen kleinen genommen. Und dann hat man noch das zu sagen und das zu sagen und immer mit einem kleinen Getränk. Und da war die Promille dann eben doch
sehr, sehr stark. Und dann haben wir uns gefragt, was muss ich tun, um auf 0,8 Promille zu kommen? Erstmal 2 Tage gar nichts trinken. Ne? Also auf Deutsch gesagt, Frank Schöbe ist schuld, dass Sie heute nicht mit mir anstoßen. Können wir das so Ja. festhalten? Im Prinzip kann man das jetzt tatsächlich so sagen. Aber es war trotzdem ein sehr schöner Abend, ja, muss man mal. Naja, mittlerweile bin ich ja auch geübt darin, dass ich für meine Gäste mitsaufen muss, quasi. Da mache ich das eben auch heute. Ich habe mir gedacht, ich möchte mich ein bisschen, sag ich mal, mittels der Spirituosen auf meine Gäste einlassen. Also spirituell auf meine Gäste einlassen, quasi. Da Ja. habe ich bei Ihnen natürlich erstmal als erstes an den Mai Tai gedacht, ne? Möglicherweise. Habe mich dann aber doch für die Mai Bole entschieden. Aber als ich dann gelesen habe, was ich da alles brauche, also Weißwein ist kein Problem hier, im Getränkelager der Komödie ist noch genug vorhanden, aber Waldmeister wusste ich natürlich nicht, wo ich den herkriege. Deshalb habe ich mich für Jägermeister entschieden. Und jetzt muss ich sagen, der Weißwein mit dem Jägermeister, das ist sag ich mal, eine abenteuerliche Mischung. Es sieht ein bisschen aus wie eine Urinprobe, wo auch der Urologe ein paar Sorgenfalten kriegt. Aber ich sag mal, der Durst treibt rein. Deshalb auf unser beider Wohl. Sie mit Kräutertee, ich mit der Maibowle, abgewandelte Okay. Maibowle. Na, Prost, Herr Mai, Ich auf Ihr denke, Wohl. Prost, ich denke, diese Spezial-Maibola hat ein paar Umdrehungen. Also zum Wohl. Ja, einige. Es ist jetzt nicht die Mai mit AI-Bowle, sondern Maibowle mit Y, Englisch quasi. Ach so. Ja, aber ich habe gedacht, ich halte mich heute lieber mit den Gags zurück, weil das ist natürlich Ihr Fachgebiet. Jahrelange Erfahrung. Und ich habe es gerade schon gesagt, in 3 Tagen am Samstag, der 70. Geburtstag. Aber zum 50-jährigen Bühnenjubiläum fehlen noch ein paar Jahre. Ne? Können Sie sich Ja, das wann? stimmt. Da fehlen schon noch ein paar Jahre. Da muss ich noch älter werden. Wie zählt das eigentlich ein Künstler, habe ich mich gefragt. Also ab wann beginnt man zu zählen? Der erste Auftritt oder ist es wirklich der erste mit der Ausbildung oder ab wann zählt man die Bühnenjahre? Also, ich weiß gar nicht, ob es da eine Regelung gibt, aber für mich und auch normal und logisch nachvollziehbar heißt dann nach der Ausbildung der erste Auftritt auf einer Bühne. Und das war bei mir, wie gesagt, in Magdeburg, weil wir sind ja als Studenten auch schon aufgetreten oder haben gedreht und so. Das würde ich allerdings nicht zählen. Ich zähle also Ausbildung ist Ausbildung und Bühnenjubiläum, also wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist das halt auch ein Bühnenjubiläum. Und das war bei mir im August 77. Das Also da ist schon Problem noch ein ist nur, bisschen. in meinem Fall würde das bedeuten, ich könnte nie Bühnenjubiläum feiern, weil ich natürlich die Ausbildung übersprungen habe und quasi mit Herz und Promille, da wurde ich ja quasi von der Straße weg engagiert, um mich Ja. selbst zu spielen. Da wäre es mir schon lieb, wir können uns darauf einigen, ab dem Moment, wo man professionell auf der Bühne steht, fangen wir an zu Ja, das zahlen, hätte also ich dann zu auch gern, wenn zählen. man keine Ja. Ausbildung hat und ich meine, Herr König sozusagen, ja, was, wie heißt denn eigentlich der Vorname von Ihnen, von so? Captain König, man nennt mich Captain, das Ach, rührt Captain ist daher, der Vorname, ja? genau, weil ich doch besoffen vom Anleger gekippt bin in Pieschen, Ja, da beim Hafenfest. das Und habe deshalb ich ja nennt man gehört. mich Captain, genau. Und mittlerweile hat er sich so eingebürgert, dass man mit dem eigentlichen Vornamen auch wirklich unsicher ist. Also noch nicht mal ich kann mich eigentlich erinnern. Ach so, also ich kann jetzt Ja, sagen naja. Captain oder Rainer König, na Rainer nur nicht, aber Captain oder König. Nee, da gibt es schon nee, aber Ja. Captain ich, genau. Okay. Gut, Sagen Sie Captain, mal, nee. so, die letzten Tage sind angebrochen. Der Countdown zur 70 läuft. Was sind die letzten Dinge, die Sie als 69-Jähriger quasi diese Woche noch erledigen? Reine Überleben, nur Überleben. Genau, dass man die 70 schaffen. Aber ich meine, ich habe vorletzte Woche mit Herbert Köfer gesprochen. Bis zur 100 ist es ja noch lange, lange hin. Da haben Sie ja gerade mal drei Viertel und noch nicht mal drei Viertel geschafft von Herbert Ja, Köfers Leistung. Und es ist sowieso so, dass mir vorkommt, dass dieses Jahr wirklich auch das Jahr der Jubiläen ist. Sie und auch die Komödie wird ja dieses Jahr 25. Das sind sozusagen viele, viele Jubiläen und die wollte ich natürlich mal zum Anlass nehmen, mit Ihnen ein bisschen zurückzureisen, weil es ist nämlich so, das habe ich gerade herausgefunden, ganz neu, dass ja. unser Podcast, der ja noch relativ neu ist, der wird zum größten Teil von weiblichen Hörerinnen gehört, zu 59%
Und davon ist ein Drittel, der Großteil, ein Drittel zwischen 28 und 34. Also noch sehr jung und natürlich zu jung quasi, um damals schon Theatergänger gewesen zu sein vor 25 Jahren, geschweige denn überhaupt schon gehen konnten. Also deshalb wollen wir natürlich mal ein bisschen zurück uns erinnern. Können Sie sich an Ihr erstes Date erinnern, quasi die Bühne im World Trade Center und Sie? Wann haben Sie sich kennengelernt, das erste Mal gesehen? Ja, Können Sie also sich an erstmal, den Moment erinnern? ich muss erstmal ein bisschen den Bauch einziehen, weil ich höre, dass so viele jugendliche weibliche Hörer sind. Ja, Also, aber hallo. mein erstes Erlebnis, das war natürlich logischerweise nach der Wendezeit, weil die Komödie gab es ja zu DDR-Zeiten nicht. Das war eine gute Frage. Ich habe das erste Stück, das war eben mit Herbert Köfer, denke ich mal. Das war mit Herbert Köfer, Drei Männer im Schnee. Das war die erste Begegnung mit der Komödie. Also, als ich auf der Bühne stand, ich war vorher schon mal da und habe mir was angeschaut. Also, das war dann halt, ich sag mal, 99. Wie haben Sie das wahrgenommen, als Sie dann auch in Dresden gespielt haben? Haben die Dresdner erstmal ein bisschen gefremdet mit dieser Bühne oder waren die sofort stolz, dass Sie in Dresden die erste Komödie haben und bis heute ja in Sachsen die einzige Komödie eigentlich haben? Ja, naja, da spalten sich ja dann immer die Geister. Ne? Einige sagen, und ich kenne ja Dresdner, die sagen, oh, was soll denn das jetzt hier? Ja? Und andere, die sagen, oh, wir haben eine Komödie, da gehen wir mal gleich hin. Also diese beiden Parts gibt es ja bei allem Neuen. Und so war es auch bei der Komödie. Womit hat das zu tun eigentlich aus Ihrer Sicht, dass der Boulevard eher so was ist, was aus den alten Bundesländern eine Tradition hat? Ja, das ist erst richtig. Das hat natürlich historische Ursachen, weil es ja in der DDR sowieso keine Privattheater gab. Also da waren alle Theater staatlich subventioniert und mussten natürlich auch das, also wer zahlt, hat das Sagen. Und insofern haben sie das gespielt, was genehmigt wurde. Und das ist bei Privattheatern ja ein bisschen anders. Und deswegen gab es in der DDR, die ja eine Diktatur des Proletariats war, keine Privattheater. Und insofern habe ich Ja, das ja sehr und genossen, dass es plötzlich Privattheater gab. Und der Boulevard war ja in der DDR auch ein bisschen verpönt. Das darf man auch nicht vergessen. Ach, leichte Kost, schnell hingeschmissen und so. Und wir wissen ja heute, wir, die wir ja Boulevard machen oder Komödie machen, wir wissen ja beide, lieber Captain, dass das mit das Schwerste ist, was man auf die Bühne bringen kann. Ob es als Schauspieler ist, als Regisseur oder als Autor. Da muss man schon sehr genau feilen. Es wird nicht anerkannt und wir werden nie mit Komödie oder Boulevard einen Grimme-Preis kriegen. Das weiß ich auch. Aber es macht halt Spaß. Weil meine Domäne ist halt, und dafür habe ich immer im Theater gelebt, ich liebe es, wenn ein voller Saal aus vollem Herzen lacht. Und das war immer mein Grimme-Preis, wenn mir das gelungen ist. haben Sie schön gesagt. Und man muss aber auch dazu sagen, dass das Boulevard ja dann doch viel facettenreicher ist, als man denkt. Und am Ende Volkstheater und Schwänke, die ja auch in der DDR sehr beliebt waren mit Herbert Köfer. Also da liefen ja mitunter sogar Stücke im Fernsehen, was ja heute kaum noch passiert. Das war ja auch im Osten populär. Und das ist ja am Ende auch Boulevard, oder? Es hieß nur anders. Ja, das hieß nur Volkstheater anders. ist Es am Ende, war letztendlich ja, Boulevard, es ja. hieß nur anders. Aber es war, man muss es auch mal wirklich so sagen, es war kontrolliertes Boulevard. Ich habe es ja in der DDR auch gemacht, im Theater Moritzburg, was so war. Da habe ich viel gespielt. Und ich weiß genau, erinnere mich an eine Situation, da habe ich mich ein bisschen absichtlich versprochen. Da ging es darum, ich beziehe eine Neubauwohnung. Also war damals als junger Komödiant sozusagen engagiert in einem, da war Heinz Behrens übrigens auch dabei, ein Sechs-Personen-Stück. Und da zogen wir eine neue Wohnung und ich musste von der neuen Wohnung schwärmen und sollte sagen, ja, wir haben einen Balkon, der ist 4 Meter lang und eins, nee, weiß ich gar nicht, vier. Der ist 4 Meter lang. Mehr sollte ich gar nicht sagen. 4 Meter lang. Und ich habe mich absichtlich ein bisschen versprochen. Kamera lief, Publikum war drin. Und habe gesagt, ja, und da habe ich einen neuen Balkon, der ist 6 Meter lang und 40 Zentimeter breit. So. Und gab einen großen Lacher im Saal. Und dann aus der Regieloge, stopp, Jürgen, du weißt, dass du dich versprochen hast. Ich sage, ja. Und du weißt, solche Balkons gibt es in der DDR nicht.
Weil die waren eben nur 4 Meter und aber 80 Zentimeter. Also ich habe es nur ein bisschen übertrieben, weil es waren halt sehr schmale Balkone. Und dann zurückgegangen und da musste ich das richtig sagen. Der Effekt im Publikum war natürlich, ich habe es dann richtig gesagt, dass die noch lauter lachten als vorher, weil sie ja den Hintergrund kannten. Aber das nur zu dem, also was man, dass man unterbrochen wurde, wenn man ein bisschen was gebracht hat, es war ja keine Kritik am Sozialismus, um Gottes Willen, aber es war nur eine Kritik an den zu kleinen Balkons, sage ich mal. Und wie ist es heute? Kann, darf und sollte Boulevard eigentlich politisch sein oder ist das, sag ich mal, Aufgabe der Staatstheater? Wie sehen Sie das? Ja, da muss man erst mal fragen, was ist politisch? Ja, ganz klar politisch verorten sich ja die Kabaretts. Die sagen, okay, wir sind politisches Kabarett und ich kenne auch gar kein anderes Kabarett. Wenn es nicht politisch ist, ist es halt Comedy. So, und jetzt sage ich, na klar, soll ein Staatstheater politisch sein? Und dann kommt mal drauf an, was ist denn politisch? Welche Stücke sind politisch? Und kann die Komödie, kann das Boulevard sozusagen spitzpolitische Spitzen loslassen? Dann sage ich natürlich ja, auf jeden Fall, weil das will das Publikum ja auch hören. Es macht ja auch Spaß, wenn man so kleine Spitzen loslässt. Und dafür ist die Bühne ja auch da. Das erwartet das Publikum und es gehört irgendwie auch zum Boulevard dazu. Und der Westboulevard, den wir ja jetzt im Nachhinein auch nur historisch sehen können, wenn wir jetzt irgendwas gucken, weiß ich, Ekel Alfred oder so, ja, das war ja genau das. Das war nicht Hildebrand, der ja klares politisches Kabarett gemacht hat, aber sowas wie Ekel Alfred oder andere Formate, die haben immer kleine politische Spitzen losgelassen. Und das war auch ein großer Erfolg immer beim Publikum. Also großer Erfolg, sag mal, es war zumindest entweder ein Schmunzler, ein Lacher oder ein Beifall wert. Insofern be beantworte ich Ja. ja, das sollte Boulevard durchaus machen, in dieser Form. Herr May, ich merke, wir sind schon fast hier durch die erste Hälfte durch. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen und Sie dürfen schon mal was überlegen, denn ich habe ein Spiel vorbereitet, ein kleines Besetzungsspiel. Sie können schon mal im Kopf ein paar Namen sammeln aus der deutschen oder der internationalen Branche, denn ich möchte gleich von Ihnen ein paar Besetzungsvorschläge hören. Wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns gleich wieder, Gut, dann ja? hole ich mir mal einen neuen Kräutertee hier. Pomela, heute noch mal eine kurze Werbeeinblendung für meine Mailadresse, über die ihr mich persönlich hier im Getränkelager der Komödie, aus dem ich funke, erreichen könnt. Podcast@komödie mit C und OE minus Dresden.de lautet die Adresse eures Vertrauens. Schreibt mir doch gerne mal, wie es euch so gefällt, ob der Captain euch schon aufs Senkel geht und ob ich die richtigen Fragen stelle und auch genug trinke und ob ihr auch genug trinkt. Vielleicht habt ihr ja schon so ein schönes kleines Hörritual mit eurem oder eurer Gutsten. Ich habe jetzt gesehen, die moderne Technik macht es ja möglich. Nicht nur die ganz jungen Damen hören mich, sondern es gab sogar Abrufe in den USA und in Estland. Ja, du können mich ja schon in Deutschland die wenigsten verstehen, aber vielleicht ist es mit dem Saufen, den Wodka-Hälsen da oben ja sympathisch irgendwie und ich mache dort noch eine Karriere, weißt du? Ja, vielleicht habt ihr ja auch einen Wunsch, wen ihr mal als Gast hören wollt oder eine spezielle Frage an die Leute am Theater, beim Film oder Fernsehen, denn die Palette meiner Gäste ist ja breit aufgestellt und wird im Laufe des Podcasts immer breiter. Wie ich. Und wir sind zurück mit meinem Gespräch mit Jürgen May, der bald seinen 70. Geburtstag feiert und mit dem ich jetzt ein bisschen Gas geben muss, denn es ist noch so viel auf meiner Agenda, die ich ja wissen will. Nicht zuletzt arbeiten Sie oder haben Sie auch als Dozent gearbeitet, na, an der Schauspielschule. Jetzt habe ich ja die Ja, genau. Ausbildung übersprungen, haben wir vorhin schon gesagt. Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Tipp, den Sie mir geben können, wobei ich mich jetzt gar nicht entscheiden könnte, ob es eher der Sprechunterricht ist, der nötig ist, oder sage ich mal das Naja. Körpertraining. Denn bei uns im Stück, ich sage mal so, da gibt es das ein oder andere Möbelstück, was agiler spielt als ich. Aber gäbe es so einen Crashkurs, was wäre jetzt das Wichtigste, was Sie mir jetzt mitgeben könnten, sage ich mal, übers Telefon auch? Gäbe es irgendwas?
Ja, na, ich sag mal gut, an dem gepflegten Hochdeutsch könnte man noch ein bisschen arbeiten, ja. Ja, es ist Aber Mühe, würde ich sagen, ansonsten aber es ist wirklich nur Feinheiten. Also das hört, glaube ich, wirklich nur Feinheit. ein Theaterfachmann wie Sie hören das. Sonst hört das, glaube ich, Ja, keiner. ne, ach, natürlich. Nee, nee, Ja, nee. ja, Dafür habe ich ja. ein feines Ohr. Ja, Aber wie ja. gesagt, das ist das eine, aber das kann man ja, wie gesagt, auch kultivieren. Ansonsten per Telefon kann man nur sagen, was mein Alter. Und lieber Dozent und Direktor der Schauspielschule Ernst Busch damals gesagt hat, Professor Penker, bleibt wahr. Und das fand ich so toll. Er ja, bleibt wahr in der Figur, spielt auch Komödie oder was auch immer spielt, bleibt wahr in der Figur. Und das finde ich nach wie vor richtig und wichtig. Das, und bei unserem Stück mit Herz und Promille würden mehr Wahrheit, würden die Zuschauer gar nicht verkraften, sag ich mal. Da ist mehr wahr, als denen lieb ist. Und dann dachte ich mir, könnte ich mir vielleicht auch bei Ihnen einen Tipp abholen, wie man Intendant wird. Weil Ihren Weg zum Intendanten möchte ich natürlich auch noch mal ein bisschen nachzeichnen. Das fiel Ihnen ja ein bisschen in den Schoß, ne? Plötzlich. Also Sie haben ein paar Jahre an der Komödie gespielt, wir haben es vorhin schon gehört, Genau. und dann plötzlich Intendant geworden. Ja, das war doch per Zufall, muss man ja sagen. Denn ich inszenierte gerade ein Stück mit dem Zwinger-Trio zusammen und mein Vorgänger oder der ehemalige Intendant der Komödie, Herr Schlesselmann, der hatte sich mit dem Wölfer scheinbar ein bisschen überworfen, was ja ich gar nicht so richtig wusste. Ich war als Regisseur da und habe probiert und dann musste ich in einer Pause runter ins Büro und habe gesagt, ich will mal den Schlesselmann sprechen und ich habe noch ein Problem darüber, dass der Schlesselmann ist nicht mehr da. Ich sage, na, wann kommt er denn wieder? Der kommt gar nicht mehr wieder. So, was war passiert? Schlesselmann hatte also so einen Zoff mit Wölfer oder mit seinem Adlatus Schwarz, dass er seine Sachen genommen hat und die Komödie auf Nimmerwiedersehen verlassen hat. So, jetzt war gar kein Intendant da und dann kam der Schwarz, von dem ich gerade geredet habe, also der Assistent von Wölfer, sofort angereist und sagte, ja, was machen wir denn bloß? Ich sage, ja, wir haben einen Premierentermin, ich habe hier ein Ensemble, was soll ich dann machen? Ja, naja, also mal gucken und dann rief er wieder an und dann sagt er, pass mal auf, Jürgen, könntest du dir zutrauen, auch nebenbei jetzt so übergangsweise das Intendantenbüro zu über. Kannst du dich da reinsetzen? Ich sage, ja, reinsetzen kann ich mich, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also das erkläre ich dir schnell. So, also da hatte ich einen Crashkurs von einem Tag, was man als Wichtigstes macht. Es war ja auch so, ich kannte ja Theater schon ein paar Jahre und war ja nicht so unbeleckt und habe ja auch sozusagen durchaus mitbekommen, was Intendanten zu leisten haben. Und war dann im Prinzip in dem Büro, war dann also, rief dann gleich zu Hause an, ich komme erstmal nicht mehr nach Hause, weil ich jetzt in Dresden Intendant bin. übergangsweise Intendant bin. So, Ja. ja. Und naja, hatte aber auch noch einen Vertrag schon für Bad Segeberg, für die Karl-May-Festspiele. Ich war der Gegenspieler von Gojko Mitic, das war ja 2003. Ich sage, ja, aber bis dann muss ich nach Bad Segeberg zu den Proben. Ich habe da schon einen Vertrag. Naja, bis dahin haben wir jemanden, sagte so, dann telefoniert ich mit Wölfer, Pipapo, hin und her. Also von Stund an war ich, wie gesagt, in dem Büro und machte dort das Theater, was natürlich auch ein bisschen verfahren war damals, die Kiste, weil durch den Weggang von Schlesselmann sagten einige Künstler ab. Also wie gesagt, es war wirklich ein bisschen chaotisch. Und das ein bisschen in die Reihe zu kriegen, war nicht so leicht. Aber der Ende April kam ja dann auch ran. Das Ganze, wovon ich jetzt geredet habe, war im Januar. Und im April 2003 fing ich also an, in Bad Segeberg zu probieren. Ich habe dann so eine Woche vorher angerufen, den Jürgen Wölfer. Ich sage, Herr Wölfer, ich muss jetzt nach Bad Segeberg. Wann kommt denn nun mein Nachfolger oder der Nachfolger von Schlesermann? Ja, da haben wir noch keinen so richtig. Aber Sie haben doch ein Handy und Sie haben doch ein Laptop und da machen wir das dann eben, verständigen wir uns dann Bad Segeberg, Berlin. So, dann bin ich hoch nach Bad Segeberg. Und hatte mein Laptop, hatte mein Handy. Und so haben wir dann erstmal, also ich habe ja noch nicht Stunden für Stunden dort oben in Bad Segeberg mich mit der Komödie beschäftigen können. Ich musste reiten, ich musste ein Pferd pflegen, ich musste probieren, ich musste fechten, also ganz verschiedene Sachen. Und das habe ich alles gemacht und habe dann in den Nachmittagen
Zwischenpausen mich immer mit Wölfer unterhalten, wie die nächste Spielzeit aussieht. Ja, so war das. Und dann habe ich gesagt, auf dem Rückweg sagt er, naja, dann kommst du von Bad Segeberg nochmal in Berlin vorbei, fliegt auf der Strecke nach Dresden und dann besprechen wir weiteres. Das habe ich gemacht und dann sagte er, also es ging doch ganz gut da mit uns in Bad Segeberg und mit Telefon. Willst du das nicht weitermachen? Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, ja, okay, dann mache ich es weiter. Und so war ich dann Intendant. Genau, Nach 5 Stunden. vom Und Sattel in das. Segeberg zum Sattel der Komödie quasi. Ja, so als Analogie kann man das so sehen, genau. Und dann irgendwie Learning by Doing. Ne? Gibt es denn irgendwas aus der Zeit, irgendeine Erkenntnis, wo Sie sagen, ah, da wünschte ich mir, die hätte ich früher gesammelt, da hätte ich leichter gehabt? Oder kam dann trotzdem irgendwie alles so zu Ihnen, wie Sie es gebraucht haben als Intendant? Naja, zwangsläufig nicht. Da sind schon Sachen passiert oder auch kleine Rückschläge oder so. Aber was ich wirklich gelernt habe in der Zeit, das Theater wirklich, ich wusste das ja auch als Schauspieler schon und als Regisseur, aber da wurde es mir so richtig bewusst als Intendant, das Theater ist Teamsache. Man kann Theater nicht alleine machen oder sagen, das, was ich hier mache, das ist gut und alle anderen, die müssen springen, was ich sage, das funktioniert nicht. Man muss wirklich mit den Leuten sprechen, man muss mit den Kollegen ein Team werden und dann kann auch was entstehen. Und das war für mich tatsächlich so eine wichtige Erkenntnis. Theater ist Teamsache. Und wer hätte gedacht, dass sich auch durch Herrn Schlesselmann der Kreis nochmal schließt, weil er hat ja dann quasi parallel das Theater Wechselbad nebenan, was heute das Boulevardtheater ist, gegründet und wo Sie ja heute auch Erfolge feiern. Also quasi hat Herr Schlesselmann für Sie gleich zwei künstlerische Laufbahnen geebnet. Einmal als Intendant der Komödie und später, ein paar Jahre später, am Boulevardtheater. Aber was ist denn der künstlerisch größte Wunsch, den Sie sich als Intendant auch an der Komödie erfüllen konnten? Oder an welchen Meilenstein denken Sie am liebsten zurück, wenn Sie an Ihre Intendantenzeit an der Komödie denken? Ja, da, kurz nachgedacht. Das war, dass wir ein Stück oder dass ich eine Idee hatte für ein Stück, was mehrere Autoren brauchte. Und das war damals, den Sozialismus in seinem Lauf fällt mir der Ochs doch Esel auf. Und da war ich sozusagen der Ideengeber und der Headliner, wenn man das heute so sagt. Und die Autoren, die dabei waren, die haben alle geschrieben. Und Wölfer wollte dieses Stück da gar nicht haben, weil er nicht daran geglaubt hat. Das war die Umkehrung, was wäre, wenn die DDR die Wende gewonnen hätte. Ne? Und ich dachte, naja, wenn das Ding in die Hose geht, habe ich ziemlich Pech gehabt. Aber ich habe so dran geglaubt. Und das Ensemble hat mitgezogen. Und letztendlich hat Wölfer auch gesagt, naja gut, dann mach es halt, aber es darf nicht mehr kosten als so. Und da die Summe, die er sagte, sehr klein war, habe ich also auf die Regiegage verzichtet, habe also die Autoren bezahlt und. Also so, dass ich das halt mache. Und er sagt, wenn das in die Hose geht, geht es halt in die Hose, habe ich Pech gehabt. Es war Gott sei Dank ein großer Erfolg, wir haben das 170 Mal gespielt. Und das ist das, woran ich also auch gerne denke, dass das der Öffner war, auch für Wölfer, dass der gesagt hat, na doch, irgendwie was funktioniert da mit dem Mai. Das war keine schlechte Wahl, dass wir den eingesetzt haben. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das war 2004. Wie sieht es denn aus mit einer Biografie? Jetzt wäre ja eigentlich so das Alter, um mal so ein paar Theateranekdoten aufzuschreiben. Ist da schon was am Entstehen oder haben Sie darüber schon mal Nee, nachgedacht? also ich habe nachgedacht, ja, das muss ich schon sagen. Ehrlich gesagt, ob ich nachgedacht habe, ja. Aber dann habe ich immer gedacht, ach Gott, also wenn ich jetzt eine Autobiografie wäre es ja, schreibe, wer hat denn nur wirklich daran Interesse, außer meine Frau vielleicht? Wenn müsste das schon jemand anders machen, ja. Und also ich werde keine Autobiografie schreiben. Das auf gar keinen Fall. Ne, wir haben ja heute den Podcast zur Verfügung. Da können wir auch ein bisschen Ja. zurückblicken. Zum Beispiel, das habe ich gelesen, dass Sie eigentlich als junger Mensch hier hinter der Kamera aktiv waren. Sie haben so ein bisschen sich für Film interessiert. Und das trotz der technischen Herausforderungen, die wahrscheinlich damals noch nicht so groß waren. Ja, also die technischen Voraussetzungen waren sogar möglicherweise ein bisschen größer, weil man nicht so viel Technik hatte, die das Licht einleuchtet und so. Also man musste das alles selber machen und viel Erfahrung sammeln. Ich war Filmamateur.
8 mm, 16 mm und war dann nach meiner, wir mussten ja auch alle zur Armee, nach meiner Armeezeit war ich dann Kameraassistent, professioneller Kameraassistent in einem Studio. Und ja, dann merkte ich aber doch, dass ich das irgendwie nicht so ganz wollte. Außerdem war auch die Hürde, das zu studieren, sehr groß und das Studium auch sehr lang, Kamera zu studieren. Und dann dachte ich, ach naja, ich habe ja schon immer, wenn ich meine Amateurfilmchen gemacht habe, auch mal vor der Kamera gestanden, versuchst es mal an der Schauspielschule. Und das habe ich dann gemacht in Berlin-Schöneweide. Bin dann durchgefallen und dann wurde ich angerufen, ob ich nicht Puppenspieler werden will. Und dann habe ich gesagt, ach naja, ehe man gar nichts macht, werde ich jetzt Puppenspieler. Und beim Puppenspiel kam der von mir verehrte Professor Penker, von dem ich vorhin schon geredet habe, und sagte, ach, ich mache bei euch mal, bei euch Puppenspielern, ein Etüdenseminar. Und nach dem Etüdenseminar hat er gesagt, ach, ich habe mich geirrt, ich habe dich damals abgelehnt, ich nehme dich jetzt doch in die Schauspielklasse. Und somit wurde ich dann Schauspieler. Über den Umweg als Ganz genau, Puppenspieler ganz so. quasi. Hat sie das je nochmal eingeholt oder hat ihn zumindest die kurze Studienzeit als Puppenspieler genutzt später mal? Hatten Sie mal eine Puppe in der Hand in irgendeinem? Also ich meine jetzt nicht hinter den Kulissen, ich meine jetzt Ja. auf der Bühne, dass Sie mal mit der Puppe gespielt Ja, haben. also einmal, nee, das war ganz ehrlich, also einmal mit einer richtigen Puppe, das war eine Marionette. Und also ich war Rumpelstilzchen. Ich war Rumpelstilzchen. Das war in Magdeburg. Ah. Und ich hatte der Regisseur fragt mich, ich sage, Puppenspiel studiert. Und ich habe da eine Idee fürs Rumpelstilzchen. Würdest du das machen? Dann sprachen wir darüber. Und dann hat dir aber keiner was gesagt und ich auch nicht. Und dann stand am Besetzungszettel Andreas Schmidt-Schaller inszeniert Rumpelstilzchen. Und Rumpelstilzchen Jürgen May. Was da im Theater los war, der ist ja blöde, der Schmidt-Schaller besetzt den langen May als Rumpelstilzchen, der hat doch wohl nicht alle Tassen im Schrank. Das war wirklich richtig. Wir haben das dann nach 3 Tagen aufgelöst, dass ich als Puppenspieler agierte. Wir haben ja über die Intendantenaufgaben gesprochen, und das Stücke besetzen gehört dazu. Ich habe ein Spiel, das habe ich genannt Besetzungsouch, also nicht Besetzungscouch, sondern Besetzungsouch, weil auch ein paar unbequeme Besetzungsaufgaben dabei sind. Sie müssen zu jedem der folgenden Vakanzen jetzt möglichst schnell eine für Sie passende Besetzung nennen. Also alles ist möglich. Das besondere Budget und Gage spielen keine Rolle. Daran merken Sie schon, das Spiel ist unrealistisch, aber wir legen einfach mal los. Doppelnennungen sind nicht erlaubt. Nennen Sie jetzt 10-mal Ihre Frau nennen. Die erste Frage wäre, wer dürfte die Stimme für Ihr Navigationsgerät einsprechen? Das geht schon los. Jetzt hat man plötzlich so eine große Auswahl. Ich sage mal Captain König. So, fertig. Oder ob Sie sich das gut überlegt haben. Mit wem würden Sie denn den Jakobsweg gehen? mit meiner Frau. Mit wem würden Sie ein Gesangsduett aufnehmen? Mit Gottlieb Wenders. Wem schreiben und inszenieren Sie ein Ein-Personen-Stück auf den Leib? Da das gerade in der im angedacht und passiert, das wäre die Julia Alzheimer. Wen würden Sie sich als überlebensgroße Fotografie in die Wohnung hängen? Von mir selber. Wer durfte Sie jeden Morgen mit einem Witz wecken? Karl Dall. Wer durfte Sie jeden Abend mit einem Lied zum Einschlafen bringen? Martin Ernst. Wessen Gesicht würden Sie gern auf einer Geldnote sehen? Das sind tolle Fragen, ehrlich gesagt. Ja, das sind meine Antworten hinken da ein bisschen hinterher. Sich auf einer Geldnote. Also ich sag mal wirklich, weil es ein ganz toller Kollege ist, ich sag mal wirklich Frank Schöbel. Den würde ich auf dem Geldschein sehen. Mit wem machen Sie 6 Wochen Urlaub auf dem FKK-Campingplatz? Vielleicht lieber nicht Frank Nee, Schöbel. würde ich in dem Fall jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Auf dem FKK. Ja, ich würde sagen, ich denke, mit der Lütten könnte ich mir das vorstellen. Mit wem tauschen Sie für einen Tag den Job? Das sind Fragen, die haben, die, ja, die brauchen schon Überlegungen, ne? Den Job zu tauschen für einen Tag. Sagen wir mal mit, ja, wir haben ja eine breite Palette. Ich sage mal mit John F. Kennedy.
Oh, da kommen wir vielleicht gleich zur nächsten. Wen besuchen Sie für einen Tag in der Ha, Vergangenheit? da sind wir ja schon ganz gut. Da, in der Vergangenheit würde ich gerne Hans-Joachim Preil besuchen wollen. Und wen besuchen Sie für einen Tag in der Zukunft? In dem Fall sage ich mal Putin. Putin würde ich in der Zukunft besuchen. Und letzte Frage: Wer hält Ihre Grabrede? Wer sollte Ihre Grabrede halten? Entweder Theresa, meine Tochter, oder Caroline, meine Tochter. Sehr gut, Sie haben es geschafft. Setzen Sie sich mit dem Tod auseinander, weil ich hab ja vorletzte Folge mit Herbert Köfer gesprochen und seiner Frau und war wirklich überrascht, dass dieses Thema ja komplett ausgeklammert wird. Ich sag mal so, man hat sich ein Ziel gestellt. Ich habe gesagt, ich werde 90 und da muss ich ja auch was affirmieren. Und Aha. das sind ja mal noch 20 Jahre. Ja. Allerdings nehmen wir mal, es wird soweit und ich bin 89. Ob ich dann immer noch sage, ich werde 90 oder ob ich dann die Latte nicht höher hänge, ist eine andere Frage. Aber erstmal sagt man so, naja, ich werde 90. Mein Vater hat gesagt, ich werde 85 und er ist 3 Tage vor seinem Geburtstag gestorben. Und ja, das ist ganz verrückt. Und er hat aber die Latte dann nicht nochmal höher gehängt. Ich habe gesagt, wie alt bist du denn jetzt werden? Doch doch mal sehen. Und das war ein sehr kurioses Erlebnis. Und ich denke, vielleicht geht mir das genauso. Ich sage erstmal Affirmation 90. Herr May, die Zeit ist gerast. Wie alt sind Sie denn, Captain? Uch, da ist man sehr, ist man, da geht die Meinungen stark auseinander. Das ist wie bei meinem Vornamen. Uch, das ist ein Thema, was ich lieber nicht vertiefen will. Auf jeden Fall nicht so alt, wie ich Okay, aussehe. dann drücke ich die Daumen, dass Sie mal so alt werden, wie Sie jetzt schon aussehen. Genau, Okay, bis dann. das wird eine Ja, Leistung werden. Vielen Dank tschüss. und alles Gute. Ciao, ciao. Pomela. Das war Folge 11 und für euch hoffentlich ein schönes Mai-Light zur Wochenmitte oder Wochenende, Wochenanfang, wann auch immer ihr meinen Podcast hört. Hauptsache, ihr hört ihn und drückt nach dem Hören so ein bisschen noch aufs Knöppel, ne? Abonnieren, liken, kommentieren. Ich habe keinen blassen Schimmer, wofür es gut ist, aber man sagte mir, es kann nicht schaden. Also ran an die Tasten und jetzt ganz wichtig, ran ans Glas. Prost und bis nächste Woche.